Infected geht weiter, ihr Lieben. In der letzten Folge, ich wollte ja eigentlich in der letzten Folge, sind wir ja zurückgekommen von dem Dorf. Aber im Endeffekt hatten wir, naja, ein paar mehr Probleme, als ich eigentlich gedacht habe. Aber das macht eigentlich nichts. Das ist eigentlich wirklich nicht schlimm. So, pass auf, dann machen wir das hier noch drauf. Ich glaube, ich habe noch ein paar Steine mitgebracht. Wenn ich jetzt auch noch mal hier, währenddessen die hier noch an sind, draufschmeißen. So, G gedrückt. So, Kohlenhydrate haben wir ja noch, glaube ich, welche auf Tash. Nichts mehr, alles futsch. Es geht uns vom Essentechnik auch nicht mehr so. Essentechnik nicht mehr so gut. So, aber es ist egal. Wir müssen schaffen. Pfeile, 23. Das lübt. Wir gucken mal noch mal hier drauf. Nehmen wir das noch mit. Ja. Schmeißen wir noch eine rein hier. So, okay. Wie sieht's aus mit dieser hier? Dich brauche ich nämlich. So, dann wollen wir mal, ne? Warte. Haben wir zu trinken und so? Ja, passt. Komm, so ist gut jetzt. Vielleicht finden wir ein Maiskolben? Ein Mais hatte ich, glaube ich, noch mal dort gesehen. Kann das sein? Irgendwo war da noch mal ein Mais. War doch hier in die Richtung, oder? War das richtig? Ein bisschen mehr hier. Okay. Ab ins Dorf wieder. Und diesmal werde ich mir so viel wie möglich alles mitschleppen. In meine Tasche, in die Kiste. So. Ja, das war anders. Wir gehen mal oben lang. Okay, okay. Ich möchte gerne noch so viele Blaupausen wie möglich finden. Damit ich nämlich, wenn ich... Oh, Mist. Kiste, so. Okay. Shit, 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 shit. Okay, Wegfindung. Kurz erstmal verstehen, wo die Wegfindung war. Oh. So. Tack, da rein. Und los geht's. Kann man eigentlich bei dem Mülleimer was durchsuchen? Nö, ne? Nix. Okay. Macht ja nix. Okay. Schön. Kommt der nächste. Okay. Alles da, Rendo. So, okay, cool. Was haben wir jetzt hier? Nehmen wir mit. Wir nehmen es einfach mit. Und wenn wir es nicht mehr mitnehmen können, tun wir es wieder raus. Das, also, alles ist echt schön gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, grafisch ist, sind die Häuser natürlich von der Grafik her. Achtung, nicht von der Einrichtung und so, sonst wie. Von den Häusern, die Grafik ist so lala. Ist okay, stört mich nicht. Aber der Boden hier drin ist echt schrecklich. Warum? Weil der einfach so... Weißt du, so... Hier, das fliegt sogar. Ich mach mal... Rechte Maustaste. Nee, hier, ich nehme einfach den Farbeimer und kipp den aus. Kennt ihr das von Photoshop oder sowas? Pipette, Farbeimer, draufkippen, so, fertig. Das ist nicht schön. So, hier, wir hätten Ölflecken hingehört oder sowas. So, sowas. Nun ja. Wir wollen uns ja... Es geht ja nicht, es geht nicht ums Beschweren. Achtung, das sind immer so Sachen, die einem auffallen und die unbedingt geändert werden müssten. Das ist einfach, weil es einfach nicht schön aussieht. Hier gibt es nichts. Okay. Das sind einfach nur eine Garagenhalle. Gibt es hier vorne noch irgendwas? Ah, hier so. Ich lass die Kiste mal hier vorne stehen. Hier gibt es nichts, ne? Nee, ist aber schön hier. Ich würde hier gerne bauen, ne? Also irgendwie hier die Bude zubauen. Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Oh, was ist jetzt mit mir los? Hm, Kohlenhydrate habe ich natürlich jetzt keine mehr.
Jetzt wäre es echt, jetzt wäre super, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein Gemüsedings finde. Wenn wir noch nachher bestimmt was finden. Unterwegs irgendwo. Wird schon irgendwie gehen. Mache ich mir keinen Stress. So, wir gehen wieder zum ersten Haus. Immer vorher gucken. Ich weiß nicht, ist irgendjemand überrascht. Ah, ja, guck mal hier, super. Genau. Genau dich brauche ich jetzt. Dankeschön. Pfeife ich mir auch noch rein. Ich danke. Kiste mitnehmen. Okay. Ich darf die wohl also nicht. Diesmal nehme ich alles mit. Und wir gucken uns die Regale mal richtig an. Was ist das? Glas. Nehme ich mal mit. Knochen. Nehme ich mal mit. Jetzt, pass auf. Okay. Hör auf zu röpfen, du Schwein. Es ist ein Schwein. Achtung. Das darf ich sagen. Glas können wir weiter stapeln. Knochensplitter können wir weiter stapeln. Also die Rohre, ganz ehrlich, die Rohre sehen einfach total. Was machen die hier? Das ist total sinnlos hingekleistert. Draußen an der Wand ist, finde ich, okay. Trockener Ziegel, den brauche ich echt nicht. Ach, ich nehme den mal mit. Also die. What the fuck, ey? Nee, 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 nee. Nee. Wie zum Geier ist der hier hingekommen? Erst den Pfeil, dann den Kollegen. Nichts hat er gebracht. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, Junge. Herzinfarkt. Also, so, guck hier, das meine ich, sowas. So kaputt, dass der Boden auch in der Garage so ein bisschen ölig oder dreckig oder der Asphalt zersprungen ist. Sowas wird ganz sicher besser passen. Jetzt nichts. Weitere Knochensplitter, ich werde nicht mehr. Ich glaube, hat sich aber auch nicht mehr aufgefüllt hier. Ne? Das ist genau das Gleiche, was ich hier gelassen hatte. Das erste Mal. Ach, stimmt, ich kann das Glas nicht stapeln. Okay. Macht nichts. Ich habe mich gerade echt erschrocken in der Bude. Meine Herren. Huch, war ich hier schon oben gewesen? Was haben wir hier? Plastik. Ich glaube, hier war ich nicht oben gewesen. Die Pflanzenfasern kann ich nachher wegschmeißen. Die kriege ich da sowieso in jeder Ecke. Ah ja, das nehmen wir mit. Man sollte immer in die Toilette reingucken. In vielen Spielen ist in der Toilette, genau in der Toilette, immer was drin. Okay, weiter geht's. Okay, wir haben natürlich schon ziemlich viel drin. Ich hoffe, dass wir das im Nachhinein, da ist einer da vorne gewesen, sind wir hier gebückt, dass wir das nachhinein mehrere Sachen stapeln. Ach, ich finde das so cool. Das ist eine coole Couch. So muss die Couch aussehen. Seile brauchen wir nicht. Wegfindung. Kompliment zur Wegfindung. Das klappt. Das klappt. Ich habe Angst, dass der Wolf. Oh.
Okay. Ich musste den Fuchs unbedingt wegmachen, weil erstmal der Fuchs ist mir echt auf die Eier gegangen. So, was haben wir bekommen? Das Übliche. Da hinten ist einer im Haus. Macht nichts. So, jetzt geh erstmal ins Haus hier und gucken uns erstmal hier rum. Wir gucken uns erstmal um. Was haben wir hier? Da ist nichts. Ein Schatten. Ich gehe mal ganz kurz wieder zur Kiste. Und seht ihr? Ich kann schon Sachen nicht mehr stapeln. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir müssen das besser ordnen. Okay. Den Pfeil. Okay, wir haben nicht viele Pfeile verloren. Das ist ganz gut. Zwei insgesamt. Irgendwie ist das bestimmt. Sind die wieder zerbrochen oder sowas? So, weiter gucken. Ich muss irgendwo Blaupausen finden. Was haben wir hier? Rindenmulch. Rindenmulch mag ich total. Wenn man den auf den Boden streut, unter den Pflanzen, das duftet einfach so toll. Ups. Ha, Mist. Nein. Nein. Mist. Die Pfeile oben auch noch. Wie ist sie hier reingekommen? Ach, da ist die Tür. Okay. Keine Treppe? Nix. Okay. Dann geht's weiter. Mal gucken. Federn hat sie mir gegeben, die nette Dame von nebenan. Oh, hier ist noch einer. Der schreit jetzt auch. Ja. Kopf geschossen. Ich hab's gesehen, dass es zwei waren. Geil. So, okay. Leben, wenn wir nachher rausschmeißen, das Logo. Sollen wir das große Haus oder wieder in das grüne Haus? Ich gehe mal in das große Haus hier. Kann ich das echt nicht abstellen hier? Nö, ne? Nix. Okay. Soweit wir alles stapeln können, ist das alles Lade. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Knochen brauchen wir für die Knochenpfeile. Aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch keine Verwendung an Knochenpfeile gesehen. Weil. Ah, hier. Ach, das ist cool. Weil die Steinpfeile sind auch gut. Müssen wir mal durchlesen, was die Knochenpfeile besser machen. Oh, ein kleiner Leck. Leck bedeutet, es wird irgendwas geladen. Jetzt habe ich natürlich die Regale wieder nicht so gut durchsucht. Nein, Rittenbrüll brauche ich nicht. Okay. Schöne Häuser. Ich finde die hübsch. Wieder geladen. Ups, wo ist da? Okay. Wollen wir das mal rein? Das bleibt da, wo es ist. Das kann ich nicht mehr reintun. Dann schmeiße ich das jetzt raus. Da kommt das lieber rein. Okay. Nächste Anlaufstation. In dem Haus waren wir ja schon, aber ich habe das ja noch nicht alles leer geräumt. War hier was auf dem Schüttel? Ich mag so welche Ecken. Ich mag das. Ich mag sowas total. Haben sie gut gemacht. Da ist noch einer an den Mülleimern. Was machst du an den Mülleimern? Das ist mein Müll. Brauche ich nicht. Okay, weiter geht's. Der Speer ist auch gleich kaputt. Oh, mein Bogen ist gerade kaputt gegangen. Keine gute Sache. Stock und Seil. Ah!
Zwei Seile. Wir hatten noch irgendwo ein Seil in meinem Haus. Ein Stock, Stock, Stock. Werde ich mir gleich unterwegs noch finden. Oh nein. Die kriege ich da vorne. Nee. Wo? Auf. Irgendwo war ein Seil. Wo war ein Seil? Mist, Mist, Mist. Na, jetzt. Ah, da. Okay. Stöcki. Ach, das brauche, muss ich eine Werkbank herstellen oder kann ich das im Inventar machen? Nein, ich habe Angst, dass ich das. Muss ich wieder nach Hause laufen. Ich brauche unbedingt Bogen, nix da. Ich kämpfe nicht mit dem blöden Ding hier. Scheiße. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, bin wieder im Rennen. Okay, alles wieder gut. Huch. Ich wollte gerade sagen, hier wäre einer. Der hier. So, okay. Rein mit Bier. In die gute Stube. Wie geht's mir mit Durst? Können wir mal was trinken? Ansonsten haben wir nichts. Ne? Oh, es fängt an zu regnen. Ich weiß, dass wir schon im Haus drin waren, aber ich weiß nicht, ob ich hier alles schon rausgeräumt habe. Es ist ja so ein First Aid Kit. Das würde ich jetzt gerne schon mal mitnehmen. Mir geht's nicht gut. Was war es? Die Kohlenhydrate. Knochensplitter. Nehmen wir erstmal mit. Oh! Ah ja, trockene Ziegel. Hier wieder so eine Lücke. Was ist denn das hier eigentlich? Falsch rum übrigens aufgehängt. Wenn man das genau guckt, das ist eine 10 und eine 30. Hängt falsch rum. Hängt das auch falsch rum? Nein. Lady Night. 10 und 30. Also im Haus durchregnen ist doof. Da muss ich ganz ehrlich sagen, anstatt jetzt erstmal neue Sounds oder sowas einzubauen, sich schnell darum kümmern, dass es nicht durch das Haus regnet. Finde ich doof. Das sind so, ich glaube mal, das sind so, ich denke mal, das sind so Kleinigkeiten, die man schnell lösen kann, denke ich mal, oder? Okay, weiter zum nächsten Haus hier. Weil dann ist man ja also auch nicht mehr schön geschützt in dem Haus. Das ist dann irgendwie ein bisschen nervig. Hallo? Hallo? Siehst du mich nicht? Na gut, dann nehme ich. Was haben wir hier? Glas, nehmen wir mit. Ah, Glas kann ich nicht stapeln. Irgendwas? Ihr wisst ja, ich habe ja die erste Blaupause in einem, geht nicht mehr rein, in einem Regal gefunden, einem Bücherregal.
unangenehm. Ist gerade auch wieder, wird es gerade dunkel oder ist es einfach nur... Ja, ja, es wird jetzt dunkel. Oh je. Tuch, das ist sehr gut. Ölkanne. Jetzt nehme ich einfach mal alles mit. Da unten liegt noch was, ein Ziegel. Boah, ist das dunkel gerade. Seht ihr noch was? Meine Herren. Halt den Mund da unten. Da. Verdorbenes Essen. Na, danke schön. Wie sieht's aus mit... Geht noch, geht noch, geht noch. Wir schaffen es noch, so wie wir sind, nach Hause zu kommen. Wo ist denn hier der Ausgang? Da? Daher bin ich aber nicht gekommen. Haben wir einen zweiten Ausgang gehabt? Ja. Nächstes Haus. Haben wir das schon? Das da, ne? Aha. Grusel vor. Gruselkabinett hier, ey, Mann. Hallo? Wir hoffen, ihr seht noch was. Also ich sehe nichts. Und ich kann auch nicht vorspulen. Ist voll dunkel. Ich muss mich gerade echt voll... Boah. Voll konzentrieren. Kein, nichts im Regal. Oh, ist das dunkel. Mann, ey. Ich würde ja gerne irgendwas sehen können. Aber wie vor haben wir? Ja, es ist echt. Kann ich auch irgendwo hier schlafen auf einem Bett? Pflanzensamen sind noch hier. Oh ja, ne, Plastik. Mist. Gerade echt, ey, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was da draußen rumkriecht. Also ich könnte rausgucken, aber keine Ahnung. Oh, hier geht's hoch. Oh, es ist dunkel. Verdammt. Ich weiß natürlich, dass es für euch super anstrengend ist. Es tut mir auch voll leid. Aber ich möchte jetzt echt nicht den Weg wieder zurückrennen. Was haben wir hier? Hier. Ja! Verbesserte Werkbank. Baby, yes. Und wenn ich jetzt nach Hause gegangen wäre, hätte ich das nämlich nicht gesehen. Kann ich jetzt hier schlafen? Ach komm, das hätte man doch machen können. Oh, es ist dunkel. Und ganz ehrlich, ich krieg gerade Kopfschmerzen von der Dunkelheit. Die Fackel habe ich nicht dabei, ne? Da. Ich könnte mir eine Fackel craften. Stock und Pflanzenfasern. Könnte ich hinbekommen.
Mache ich jetzt mal ganz kurz. Pflanzenfasern sind hier. Drei Stück. Hier ist die Tür. Wo ist die Tür? Da. Ah, ich kann nichts mehr packen. Ah, ja. Kann ich irgendwas noch in die Kiste schmeißen? Jetzt, okay, jetzt habe ich hier Platz. Wo ist die Tür? So. Leute, es ist mir wirklich so unangenehm, dass ihr gerade nichts seht. Und das war mir genauso unangenehm, weil ich nichts gesehen habe. Ah, gut, wir haben es geschafft. Passt. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier die Regale an. Das ist wie so ein Horrorfilm, ganz ehrlich. Dieses spärliche Licht. Wie geht's mir denn? Kohlenhydrate sind weg. Ich sterbe, glaube ich, vor mir hin, ne? Vor mich hin. Ja, ja. Mist. Ich habe hier noch ein First Aid. Dann werde ich mir das First Aid nachher nochmal reinballern. Nein, das ist ein Leck! Nein, 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 nimm doch! Ah, ich könnte kotzen. Der hält dich, glaube ich, fest. Ich kann nichts tun. In dem Moment. Ich kann da nichts tun, gar nichts. Der hält mich fest, ich kann nichts ziehen. Ich versuche dann immer die Waffe zu wechseln. Das geht nicht, der macht dann immer kruck, kruck. Aha. Gut. Oh, jetzt kann ich auch nicht schlafen. Die Tür ist übrigens auch gleich kaputt. Fuck. Shit. Versuche gerade was zu tricksen schnell. Na komm schon, wo ist das denn? Da. Hallo. So. Schief? Nö. Komm ich da überhaupt hoch? Ich glaube, ich komme hier auch nicht hoch, ne? Alter! Oh, Scheiße. Oh, zu fuck, Mann. Ach, es kommen noch mehrere. Da kommt schon die nächste. Ich kann nichts tun!
tun! Ich kann nichts tun! Ich kann nichts dagegen tun! Was ist denn das? Der hält mich die ganze Zeit fest. Ich kann nichts dagegen tun, Leute. Aber gar nichts. Der hält dich fest. Toll. Ich versuche dagegen was zu tun. Du kannst aber nichts machen. Nichts. Aber null. Du bist komplett gefangen in dieser Aktion. Ist das kacke, ey. Aber so ist das. So soll es eben sein. Es ist ja auch vollkommen okay, dass das ein bisschen schwer ist. Aber, oh Mann, ey. Ich könnte da echt kotzen. Nein. Ich brauche eine neue Kiste. Kiste. Okay, hier. Ich muss mich da echt besser vorbereiten. Aber ich muss den Quark mal hier loswerden. Ah, das kann man nicht stapeln. Fünf, okay. Federn habe ich auch keine mehr, ne? Ich muss die Sachen noch alle abholen, die ich da liegen lassen habe. Aber ich werde mal ganz kurz erstmal die Kiste hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, tue ich mal das wieder rüber. Das weg. Okay. Leute, ich habe mich echt gerade erschrocken und darüber gleichzeitig auch aber richtig aufgeregt, weil was natürlich ärgerlich ist. Du kriegst es nicht auf die Reihe. In dem Moment kannst du nichts tun. Die halten dich fest und knabbern dir dran. Das war ein Chaos, ey. So, hier gerade so beim... Okay. Da. Dankeschön. Die brauchte ich. Mist, ist er weggeflogen. Okay. So, ihr Lieben, ich muss die Kiste wiederholen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Dorf. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich verlaufe mich da so ein bisschen. Also, ich war immer nur in der Mitte. Aber irgendwie sehe ich nicht den Punkt, wo ich dann noch mehr finden kann. Wir werden es in der nächsten Folge sehen, wie es da weitergeht. Euch da draußen viel Spaß. Und nicht vergessen, Däumchen hoch. Bis dann.